Das Thema von heute: Finde das Leben oder weiterleben wie bisher. Ich denke, ihr habt alle schon mal diesen einen Satz gehört: Ich will doch etwas vom Leben haben. Diesen Satz haben wir alle schon mal gesagt, den Satz haben wir auch alle schon mal gehört. Und dieser Satz ist eigentlich auch gar nicht so falsch. Aber trotzdem, wenn man dahinter schaut, muss man sagen, in diesem Satz, ich will doch etwas vom Leben haben, steckt ein ganz, ganz großer Denkfehler. Denn dieser Satz sollte nicht lauten, ich will doch etwas vom Leben haben, sondern ich möchte das ganze Leben haben. Ich möchte das wahre Leben haben, ich möchte nicht nur einen Teil davon haben, sondern ich möchte ein Leben aus Überfluss haben. Ich möchte ein Leben haben, wo ich auf dem Sterbebett liege, wo ich zurückschaue und wo ich sagen kann, dieses Leben hat sich gelohnt. Ich bereue nichts von diesem Leben. Und genau so ein erfülltes Leben wünschen wir uns eigentlich alle. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, so die Aussagen von berühmten Menschen kurz bevor sie gestorben sind. Das kann man so nachschauen, da gibt es viel Information. Und bei zwei Aussagen bin ich mal stehen geblieben und ich möchte die euch mal weitergeben. Einer davon, das ist Winston Churchill gewesen. Er war der britische Staatsmann von England, also der britische Staatsmann war der, er lebte in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, stand er mit einigen anderen großen Leuten, unter anderem Stalin, und sie hatten vor sich die Landkarte von Europa. Und dieser Winston Churchill konnte mit einem Bleistift dort die Grenzen von Europa einzeichnen. Der Krieg hat viel zerstört und jetzt hat man sich aufgemacht und hat die Grenzen neu geordnet. Und dieser Mensch hatte so viel Macht, dass er mit einem Bleistift die Grenzen von Europa mit einigen anderen Leuten bestimmen konnte. Das heißt doch ganz klar, wenn wir uns diese Person anschauen, muss man sagen, der hat es doch weit gebracht. Der ist reich gewesen, der ist berühmt gewesen, der ist mächtig gewesen. Also wenn der auf sein Leben schaut, dann muss er doch ganz klar und deutlich sagen, ich habe etwas aus meinem Leben gemacht. Mein Leben hat sich zu 100% gelohnt. Und interessant ist die Aussage, die er kurz vor seinem Tod trifft. Und er fasst sein Leben mit einem Satz zusammen und dieser Satz lautet: Welch ein Dummkopf bin ich gewesen. Das muss man sich mal vorstellen, da ist so ein mächtiger Mann, der so viel erreicht hat, der reich gewesen ist, der berühmt gewesen ist, der mächtig gewesen ist. Und er schaut vom Sterbebett auf sein Leben, er sieht alle Stationen, er sieht alle Jahre und er muss feststellen, dass er letzten Endes ein Dummkopf gewesen ist. Er musste feststellen, dass er an irgendeiner wichtigen Kreuzung falsch abgebogen ist und dass es jetzt für ihn zu spät ist. Er kann das Leben nicht mehr rückgängig machen. Ich möchte noch mal einen anderen erwähnen, das war ein französischer Schriftsteller und Philosoph, Jean-Paul Sartre, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber auch er ist berühmt gewesen, auch er ist reich gewesen, auch er hat es in seinem Leben weit gebracht. Er war ein Schriftsteller, er war ein Philosoph und da kamen Leute zu ihm nach Hause, die haben ihm Lebensfragen gestellt, die wollten Beratung über ihr Leben haben und so viel Weisheit besaß dieser Mensch, dass er bekannt geworden ist, dass er ein großer Philosoph und Schriftsteller war. Das heißt ganz klar, auch über diesen Menschen muss man sagen, er hat es weit gebracht. Er ist bekannt geworden, er ist sicherlich reich gewesen, er konnte Lebensfragen beantworten. Das heißt also, er musste doch einiges aus seinem Leben rausgeholt haben. Der musste doch eigentlich ein tolles, erfülltes Leben gehabt haben. Und interessant ist, was er am Ende seines Lebens sagt. Das ist auch ein ganz einfacher Satz, der sein Leben zusammenfasst. Und dort heißt es: Ich bin gescheitert. Also er schaut zurück auf sein Leben, er sieht, was er erreicht hat, er sieht, wie bekannt geworden er ist, wie berühmt geworden er ist, wie er Lebensfragen beantworten kann. Und er schaut zurück auf sein Leben und musste feststellen, ich bin gescheitert. Auch dieser berühmte, bekannte Mann hat irgendetwas in seinem Leben falsch gemacht und musste letzten Endes feststellen, das Leben hat sich wohl nicht gelohnt. Und jetzt habe ich noch eine Aussage von einem Mann. Diesen Mann kenne ich persönlich, er ist über 80 Jahre und ich habe ihn persönlich mal gefragt, sag mal, wenn du dein Leben nochmal führen würdest, was würdest du anders machen? Und dann hat er eine Aussage wiedergegeben, ich weiß nicht, ob man diese Aussage zu 100% unterstreichen kann, aber er sagte dann Folgendes zu mir: Ich würde dieses Leben nochmal so leben. Also da schaut ein
über 80-Jähriger zurück auf sein Leben. Du fragst ihn, was würdest du in deinem Leben anders machen? Und er sagt, ich würde dieses Leben nochmal so leben. Weißt du, was der Unterschied war zwischen ihm und diesen zwei anderen, die gesagt haben, ich bin gescheitert, ich bin ein Dummkopf gewesen? Weißt du, was der Unterschied war? Dieser Mann hat im Alter von 20 Jahren eine ganz, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Dieser Mann hat im Alter von 20 Jahren einen Flyer bekommen, einen Traktat, und dort stand etwas von Jesus Christus drinne. Und dann hat er das verstanden, dass dieser Jesus für ihn und seine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und dann hat dieser junge Mann im Alter von 20 Jahren sich verbindlich bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Und dieser schaut zurück auf sein Leben und sagt, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wir haben gerade in einem Lied gehört, das Leben kann erst beginnen, wenn man Vergebung der Sünden hat. Und genau so ist es. Das Leben kann erst beginnen, wenn Gott einem Menschen alle Schuld vergibt. Erst dann, wenn man Gott kennengelernt hat, wenn man in wieder Beziehung zu einem Schöpfer steht, zu seinem Schöpfer, kann man ein Leben aus Überfluss haben. Und ich möchte mal folgende Punkte mal erläutern. Du kannst nur das volle Leben haben, ein Leben aus Überfluss, wenn Gott in deinem Leben den ersten Platz hat. Anders ist es nicht möglich. Und ich möchte innerhalb dieser Predigt mal einige Punkte ansprechen, warum Gott in deinem Leben ganz bewusst den ersten Platz haben sollte. Es gibt zwischen Gott und dem Menschen ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Das ist damals im Garten Eden passiert. Die Menschheit, stellvertretend durch zwei Personen, ist zu 100% schuldig an Gott geworden. Und das Resultat von dem Ganzen war, dass Gott den Menschen aus dem Garten Eden heraustreiben musste. Das heißt also ganz konkret, der Mensch war von seinem Schöpfer abgeschnitten. Und die Bibel sagt ganz klar und deutlich, dass der Mensch seitdem ein Knecht der Sünde ist. Er lebt unter der Macht der Sünde. Das ist das, was die Bibel sagt. Sobald ein Mensch das Licht der Welt erblickt, lebt er schon ganz unter der Macht der Sünde. Und die Bibel bezeichnet das als einen Knecht, der auf einem Sklavenmarkt steht und dort eine dicke Kette hat. Und aufgrund dieser Kette ist er angebunden und kann diesen Sklavenmarkt nicht verlassen. Und er muss darauf warten, dass jemand kommt und einen hohen Preis bezahlt, um ihn von diesem Sklavenmarkt herauszuholen. Ich weiß nicht, wie es bei manch einem aussieht. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch unter der Macht der Sünde lebt. Bei manchen muss man ganz klar und deutlich sagen, das sieht man auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die haben ganz schlimme Gebundenheiten. Da ist die Alkoholsucht, die das ganze Leben zerstört. Da ist vielleicht sogar, ich sage es deutlich, ein ganz großes Problem. Das ist das Internet, wo auch viele Christen Probleme haben. Da ist vielleicht der Jähzorn, da ist die Kaufsucht. Und dann gibt es aber Menschen, wo man ganz klar und deutlich sagen kann, da sieht man jetzt gar keine große Gebundenheit. Und trotzdem sagt die Bibel, dass jeder Mensch ohne Gott ein Sklave der Sünde ist. Ich habe mal ein ganz, ganz wunderbares Zeugnis gehört. Da war ein Mensch, ich weiß nicht wie alt, ich schätze mal, er war so 45 Jahre alt. Und dieser Mann von 45 Jahren war 25 Jahre an Spielsucht gebunden. Kannst du dir das vorstellen? Ein Vierteljahrhundert war dieser Mensch an Spielsucht gebunden. Seine Beziehungen sind kaputt gegangen, er hatte Schulden überall, er konnte kein normales Leben führen. Er hat sicherlich immer gerungen nach Freiheit. Er hat sicherlich versucht, aus eigener Kraft diesen Zustand zu ändern. Doch er konnte es nicht. An einem Tag stand er in einer Versammlung wie dieser. Er stand dort vorne im Foyer und er hat ein Lied gehört und Gottes Geist gebrauchte dieses Lied, dass dieser Mensch frei geworden ist. Der durfte an einem Tag die beste Entscheidung seines Lebens treffen. Er durfte ein verbindliches Leben mit Christus führen. Und weißt du, was in dem Augenblick passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt? Er wird mit dem teuren Blut Jesu Christi von dem Sklavenmarkt der Sünde erkauft. Das ist das, was die Bibel sagt. Wenn ein Mensch das verstanden hat, dass Christus alle Schuld des Menschen auf sich genommen hat, dass der, der selber niemals gesündigt hat, stellvertretend aufgrund deiner Sünde ans Kreuz gegangen ist und dort wurde er stellvertretend von Gott gerichtet. Und wenn ein Mensch das versteht, wenn er überführt wird von dem Geist Gottes, dann tut er Buße.
Das heißt, er sieht sein Leben auf einmal im Angesicht des Kreuzes. Er erkennt sich schuldig, er weiß genau, das hat Jesus für mich getan. Mein Leben war so schlecht in den Augen Gottes, dass Gott persönlich durch Christus an das Kreuz gehen musste. Und dann kommt ein zweiter Schritt. Er bekehrt sich. Er geht einen anderen Weg. Er erlebt eine Umkehr. Und die Bibel sagt, in diesem Augenblick, wenn das passiert ist, hat Christus den Menschen mit seinem Blut von dem Markt der Sklaverei erkauft. Christus hat diese Kette zerrissen, mit denen der Mensch gebunden war. Bei dem einen war es 25 Jahre Spielsucht. Bei jedem sieht es anders aus. Aber die Bibel sagt, in dem Augenblick, wenn das passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann hat Christus ihn mit seinem teuren Blut erkauft. Und das ist ein Punkt, warum Gott in deinem Leben den ersten Platz haben soll, weil er dich erkauft hat. Ein ganz, ganz großes Vorbild in der Bibel ist der Apostel Paulus. Der hat ein tolles Leben geführt. Er hat versucht, mit ganzer Kraft Gott zu folgen. Aber er hat ein Problem gehabt. Er kannte Jesus nicht. Und an einem Tag hatte dieser Paulus eine Begegnung, die sein gesamtes Leben geändert hat. Dieser Paulus hat eine Umkehr erlebt. Warum? Weil er eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hatte. Und ich stelle die Behauptung, wenn ein Mensch eine Begegnung mit Jesus hatte, er kann nicht mehr derselbe sein. Er wird ein anderes Leben führen. Er wird eine komplette andere Einstellung zur Sünde haben. Und die Bibel sagt, er ist frei gemacht von der Sünde. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dieser Paulus hat das an einem Tag erlebt. Und ich möchte mal etwas vorlesen aus der Bibel, was stellvertretend für das Leben von Paulus war, bevor er ein Leben mit Jesus geführt hat. Ich möchte mal vorlesen, Philipper Kapitel 3, Abvers 5. Also das war stellvertretend für ihn, bevor er eine Begegnung mit Jesus Christus hatte. Und wenn ich das jetzt vorlese, dann müssen wir ganz klar und deutlich verstehen, dieser Paulus hat es im Leben weit gebracht. Das war nicht irgendeiner. Das war einer, der hat es weit innerhalb der jüdischen Gesellschaft gebracht. Ich möchte das mal vorlesen. Der ich am achten Tage beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadlich gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Weißt du, was dieser Paulus gemacht hat? Der hat auf das geschaut, was er aus eigener Kraft mit seinen eigenen Händen geschafft hat. Und da konnte er stolz sein. Der konnte sich rühmen für das, was er erreicht hat. Da gab es manch einen, der hat diesen Paulus beneidet. Da gab es vielleicht manch eine Mutter, die hat gesagt, weißt du, wenn du so wirst wie der Paulus, dann hast du es wirklich geschafft. Und dann hat Paulus Folgendes gemacht. Er schaute auf das Kreuz. Er schaute auf das, was Jesus getan hat und er hat es verglichen mit dem, was er aus eigener Kraft erreicht hat. Und er sagte, weißt du, das ist doch nichts. All das, was ich geschafft habe, ist nichts im Gegensatz zu dem, was Christus am Kreuz für mich getan hat. Der hat den Himmel für mich verlassen. Der hat die Gottheit abgelegt. Der hat sein Blut für meine Sünde vergossen, obwohl er selbst nie gesündigt hat. Er hat seinen Leib für meine Vergehen gebrochen und er hat mir eine ewige Erlösung erworben. Und dann schaut er auf das, was er gemacht hat, mit seinen eigenen Händen und sagt, das ist doch nichts. Und er sagt sogar, ich erachte es für Dreck. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Ich will ab heute Jesus folgen. Und genau das ist das, wenn Jesus Christus einen Menschen mit seinem Blut vom Sklavenmarkt erkauft. Er kann nicht mehr einfach für sich selber leben. Paulus schrieb an die Galatergemeinde in Galater 2, Vers 20. Da sagte er, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus hat das verstanden. Der wusste, ja, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt also, er hat einen Herrschaftswechsel erlebt. Er hat sein Leben ganz bewusst unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt. Und Gott in deinem Leben den ersten Platz geben. Warum?
weil er dich erkauft hat. Das ist der erste Punkt, warum Gott in deinem Leben den ersten Platz haben sollte. Er hat dich mit dem Blut seines Sohnes erkauft und deshalb hat er vollen Anrecht auf dein Leben. Ich möchte mal einen zweiten Punkt benennen. Gott in deinem Leben den ersten Platz, weil er der gute Hirte ist. Wenn ich zu den Diensten fahre, dann mache ich das ja folgendermaßen. Ich habe ein Navigationsgerät und ich gebe dort die Adresse ein, wo ich hinfahren möchte. Und dann spricht eine nette Frauenstimme zu mir und ich bin dann gehorsam, ich mache das, was sie tut und sie bringt mich dann auch an den Ort, an den ich hin möchte. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor, da wird jemand in mein Auto steigen und er wird sagen, jetzt lass das Navigationsgerät mal aus und jetzt hör mal genau auf das, was ich dir sage. Ich kenne mich aus in dieser Gegend und ich weiß genau, wo du langfahren musst. Du fährst nicht auf die A44, die Autobahn, sondern du fährst rechts auf diesen schmalen Feldweg. Nun, dann wäre ich ein bisschen verdutzt, hätte ich ein wenig geguckt, aber ich würde dieser Person vertrauen. Warum? Weil ich genau weiß, er kommt aus dieser Gegend. Er kennt sich aus und diesem Menschen kann ich vertrauen. Und genauso ist es bei Jesus Christus. Jesus Christus kennt sich aus in deinem Leben. Jesus schaut von dem Thron der Gnade und er sieht alle Wege, die du gehst. Und Jesus weiß ganz genau, wenn du an dieser Kreuzung, wo ich ein Stoppschild aufgestellt habe, wenn du dort rüberfährst, dann kann es zu einem schweren Unfall kommen. Ich kann den Unfall wieder heile machen, aber da ist eine ganz, ganz schlimme Konsequenz, die bleibt vielleicht. Und wenn ich dir an dieser nächsten Kreuzung sage, dass du nach links fahren sollst, aber du fährst nach rechts, dann musst du einen ganz, ganz großen Umweg fahren. Ich kann dich letzten Endes wieder auf die richtige Strecke bringen, das kann ich tun. Aber du hast viel Zeit verloren. Und genauso ist es bei uns im Leben. Und jetzt spreche ich ganz bewusst die jungen Leute an. Jesus Christus hat den besten Plan für dein Leben. Er möchte dir ein Leben aus Überfluss bereiten. Er hat den besten Plan. Er sieht die wunderbaren Wege. Aber wenn Gott in deinem Leben ein Stoppschild hinstellt, dann möchte er, dass du stehen bleibst. Wenn Gott dir an einer Stelle sagt, fahr nach links, dann heißt es nicht, dass du nach rechts fahren sollst. Und es gibt viele, viele Beispiele aus der Seelsorge, wo man genau weiß, das sind Kinder Gottes, die haben sich an einem Tag entschieden für Jesus, aber sie haben ihm nicht den ersten Platz gegeben. Sie haben wieder die Herrschaft über ihr Leben genommen und sind Wege gefahren und Wege gegangen, die Christus in ihrem Leben eigentlich nicht vorbereitet hat. Und dann kann es sein, dass ein ganz, ganz großer Schaden entsteht. Jesus kann ihn irgendwann mal heile machen. Aber es kann sein, dass schlimme Konsequenzen bleiben. Und das ist eine Sache, die Jesus Christus nicht möchte. Ich möchte mal so ein Beispiel erzählen. Ich bin so in einer Jugendgruppe gewesen. Was heißt Jugendgruppe? Ich war in einer Bibelschule. Und ich bin mit 28 dorthin gekommen. Und irgendwann habe ich so gedacht, weißt du, man kann ja im Alter von 28 mal anfangen, für eine Frau zu beten. Das schadet ja nicht. Du bist schon 28, du kannst ja irgendwann mal damit anfangen. Und das habe ich dann getan und da gab es so eine, die fand ich irgendwie ganz gut. Und an einem Tag kam jemand aus meiner Klasse zu mir und sagte, Christian, was hältst du denn von der? Naja, ich war so ganz, ja, ist ganz in Ordnung, aber eigentlich fand ich die ganz toll. Und jetzt wusste ich eins, ich habe 8 Jahre vorher die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe 8 Jahre vorher ganz bewusst zu einem verbindlichen Leben mit Jesus Ja gesagt. Das heißt konkret, dass ich alle Ansprüche auf meine eigenen Wege, auf meine eigenen Pläne und auf meine eigenen Ziele in die Hand des guten Hirten gelegt habe. Und das heißt für mich, ich kann da nicht einfach zu ihr hin und ich kann nicht einfach sagen, komm, wir beten mal eine Woche. Wenn kein Engel kommt, das nicht verhindert, dann können wir ja heiraten. Ich wusste genau, das funktioniert nicht. Also was habe ich getan? Ich habe mir einen Tag im Kalender angestrichen und ich habe gesagt, ich werde bis zu diesem Tag jeden Tag beten und ich werde fasten. Ich habe immer Mittwoch gefastet, weil Mittwoch war der einzige Tag, wo es Brötchen mit Nutella gab. Das war ein großes Opfer für mich und dann habe ich gesagt, ich werde das machen. Und dann werde ich zu ihr hingehen und ich werde sie ganz bewusst fragen. Aber ich möchte eine Sache.
Ich will ganz klar Gottes Führung und Leitung. Ich habe viele gesehen, die meinten, das ist die richtige Frau. Sie haben ein Nein bekommen, das ganze Leben war zerstört. Ich weiß ja nicht, ob ihr Frauen das wisst, wie viel Macht ihr eigentlich habt. Da kann der größte, stärkste Mann zu euch kommen, kann das Herz vor euch ausschütten, kann alles offenbaren und plötzlich sagt ihr Nein, der ist völlig am Boden zerstört. Und ich habe solche kennengelernt und ich habe gedacht, Herr Jesus, ich möchte zu diesen Menschen nicht gehören, bitte bewahre mich. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gebetet, der Tag rückte näher, ich habe gefastet und einen Tag, bevor ich hingehen wollte, kam eine gute Freundin von ihr und hat gesagt, Christian, mach es nicht. Ich war zunächst erstmal ein bisschen betroffen, aber eine Sekunde später konnte ich danken. Wieso? Weil Jesus Christus mich vor einem falschen Weg bewahrt hat. Und an dieser Sache habe ich gewusst, Jesus Christus hat den besten Plan für mein Leben. Der hat die besten Wege für mich vorbereitet. Und rückblickend kann ich sagen, ich bin ja seit 2019 verheiratet. Das war sehr interessant, wie der Herr das gemacht hat. Ich erzähle mal ein paar Beispiele. Ich weiß, dass meine Frau jetzt rot wird. Ich habe immer gebetet, ich will eine Frau mit dunklen Augen, mit schwarzen, glatten, langen Haaren. Und es wäre gut, wenn sie aus Ostwestfalen-Lippe kommt, weil ich komme auch da und dann spare ich auch Sprit. Und das Interessante ist, der Herr hat das Gebet erhört. Ich habe noch einige andere Punkte gehabt und als ich mich zum allerersten Mal mit ihr am 15. September 2018 getroffen habe, stand ich vor ihr und ich habe in meinem Kopf die Liste gehabt und ich konnte überall einen Haken drunter machen. Stellt euch mal vor, ich hätte vorher, 2-3 Jahre vorher, irgendeine kennengelernt, hätte gar nicht groß gebetet und ich wäre dann verheiratet. Ich weiß, dass ich diesen Segen, den ich in der Ehe jetzt erfahre, nicht erfahren hätte. Ich hätte an einer Kreuzung eine falsche Richtung eingeschlagen. Und das ist das, was Christus nicht will. Er möchte den ersten Platz haben. Warum? Weil er etwas ganz, ganz Wunderbares mit dir vorhat. Jesus Christus ganz bewusst den ersten Platz geben, weil er der gute Hirte ist. Und ich möchte mal einen anderen Punkt beleuchten. Gott den ersten Platz geben, damit du brauchbar bist für ihn. In den letzten Jahren kamen im Fernsehen viele Talentshows raus. Also ich habe mich für ein Leben ohne Fernsehen entschieden und es klappt eigentlich ganz gut. Aber trotzdem kriegt man manches mal mit, was da so läuft. Und da sind in den letzten Jahren diese Talentshows rausgekommen. Also da kommen Leute, die haben irgendein besonderes Talent. Vielleicht können sie ein schönes Lied singen, können irgendein Kunststück machen. Und dann melden sie sich an so einer Talentshow an, dann werden sie eingeladen. Und dann stehen sie an einem ganz, ganz großen Saal. Da sind Tausende von Leuten und anderen Ende bei dem Fernseher, da sind auch noch Millionen Leute, die sehen das alles. Und dann zeigen sie dort ihr Talent. Mal angenommen, die singen irgendein Lied. Dann ist das Lied fertig und dann wird ein Urteil darüber gesprochen. Dann stehen sie vor tausenden Leuten, Millionen am Fernseher und dann heißt es auf einmal, das war richtig schlecht. Du kannst überhaupt nicht singen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Blamage. Das ist ein furchtbarer Moment. Aber weißt du eigentlich, dass du einmal ganz alleine vor Jesus stehst? Weißt du das eigentlich? Ist dir das eigentlich bewusst, dass du einmal vor Jesus stehst, der dein gesamtes Leben in seinem Blick beurteilen wird? Und dann wirst du vielleicht vor Jesus stehen, du wirst ihm noch nicht mal in die Augen schauen können, weil du dich schämst. Und dann wird dieser Jesus vielleicht sagen, weißt du, ich habe ganz viel mit dir vorgehabt. Du warst 10 Jahre alt, du saßt dort bei der Evangelisation, ich habe dich gerufen, ich wollte einen Missionaren aus dir machen, aber du bist sitzen geblieben, du bist nicht gekommen. Ja, du hast an mich geglaubt, du hast dich mal bekehrt, aber du hast nicht das Leben aus Überfluss bekommen, was ich für dich bereitet habe. Dann wird Jesus vielleicht zu dir sagen, an den und den Tag, da habe ich dir die Möglichkeit geschenkt, einen Neuanfang zu machen. Ich habe Gewaltiges mit dir vorgehabt, ich habe dort schon den richtigen Partner für dich gehabt, aber du hast nicht gewollt. Ja, du hast dich mal bekehrt, du bist gerettet, aber gerettet wie durchs Feuer hindurch. Und das ist ein trauriger Moment. Es gibt in der Bibel im 1. Korinther 3 ein Beispiel, da sagt Paulus, er lässt es schreiben, da sind einige, die sind gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Und ich habe mal in einer Auslegung nachgelesen, das ist das Bild von einem Menschen, der ist in einem Haus, er schläft, auf einmal fängt es an zu brennen, er merkt das, aber das Feuer ist schon so weit fortgeschritten, dass er nichts mehr aus dem Haus retten kann. Er kann nur noch die Tür aufmachen, sobald er über die Schwelle gegangen ist, kracht das Haus hinter ihm zusammen. Hat er sein Haus gerettet? Hat er sein Leben gerettet? Hat er, oder? Was konnte er mitnehmen? Nichts mehr.
Und genauso wird es Christen geben, die werden einmal vor Jesus stehen und sie werden ihn nicht in die Augen schauen können. Und dann wird dieser Jesus sagen, weißt du, ich habe so viel vorgehabt mit deinem Leben, aber du hast nicht gewollt. Du hättest so viel aus deinem Leben rausholen können, aber du bist an einer Kreuzung einfach über das Stoppschild gefahren. Und das ist das, was Christus nicht will. Christus ganz bewusst den ersten Platz geben, weil du brauchbar sein sollst in seiner Hand. Er möchte durch dich Frucht zur Ewigkeit erwirken. Und ich spreche ganz besonders zu den jungen Leuten. Wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein. Wenn einer hier mit 80 Jahren sitzt, da ist der Großteil des Lebens schon vorbei, oder? Aber wenn hier welche sitzen, die 10 Jahre alt sind, 15, 20, du kannst in diesem Alter Entscheidungen treffen, die die nächsten Jahrzehnte Auswirkungen auf dein Leben haben. Und die beste Entscheidung, die du treffen kannst, Jesus ganz bewusst den ersten Platz geben. Warum? Weil er der gute Hirte ist. Apostel Paulus sagte, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst für Christus tun kann. Sein Leben keiner Rede wert zu achten, ist eine Voraussetzung, damit man brauchbar ist in der Hand Gottes. Und wie viele Jugendliche halten am eigenen Leben fest? Ich kann mich genau daran erinnern, als ich mich bekehrt habe. Oh, das war schwer. Da war die Verlockung der Welt. Da war dieser breite Weg. Und dann habe ich auf einmal angefangen, Kompromisse zu machen. Dann habe ich gesagt, weißt du, du kannst das doch so und so machen, aber du kannst ja auch in der Gemeinde sein. Du kannst ja da auch dienen. Und was habe ich getan? Ich habe ein laues, träges Leben geführt und mindestens von den 20 Jahren meiner Nachfolge habe ich 8 Jahre verschwendet. Und das sind die Jahre, über die Jesus sagen wird, weißt du, Christian, ich habe dir gesagt, dort ist ein Stoppschild, fahr nicht rüber, aber du hast es gemacht. Und es hat 8 Jahre gedauert, bis ich diesen einen Unfall wiederherstellen konnte. Und diese 8 Jahre, die sind vorbei. Mach diesen Fehler nicht. Wenn du jung bist, gib Jesus ganz bewusst den ersten Platz. Vertrau auf ihn, der sein ganzes Leben für dich gelassen hat. Und wer trifft heute eine bewusste Entscheidung? Sag Ja zu Christus. Warum? Weil er vor 2000 Jahren Ja gesagt hat zu dir. Vor 2000 Jahren hat er Ja gesagt zu dir. Und dieses Angebot, das Leben aus Überfluss zu bekommen, das gilt dir heute noch. Aber verschwende die Zeit, verschwende dein Leben nicht, weil dieses Leben auf Erden ist begrenzt. Und dann wirst du irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen, wirst zurückschauen und wirst sagen, ach, hätte ich doch. Wenn ein Mensch sagt, ach, hätte ich doch, dann weiß er genau, es ist zu spät. Er kann die Zeit nicht mehr umdrehen. Und ich spreche ganz bewusst zu den jungen Leuten. Ich weiß, wie das Leben ist, ohne Jesus zu leben. Habe ich 20 Jahre gemacht. Ich weiß, wie das Leben ist, wenn man sich für Jesus entscheidet. Ich habe diesen Moment erlebt. Aber ich weiß, wie das Leben ist, wenn man ein laues, träges Leben mit Christus führt. Das habe ich 8 Jahre gemacht. Und ich weiß, was es heißt, wenn Gott eingreift und wieder zurückführt. Das habe ich alles erlebt. Das heißt, wenn hier Leute sitzen, jugendliche Leute, und die zu mir sagen, ach weißt du, du weißt ja gar nicht, was für Anfechtung ich habe. Du kennst ja gar nicht meine Kämpfe. Doch, kenne ich. Ich habe das alles erlebt. Und ich kann dir eine Sache sagen. Die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ganz bewusst Jesus den ersten Platz geben. Ohne Kompromisse, ohne irgendwelche Lauheit und Trägheit, ganze Sache mit Jesus Christus machen. Gott in deinem Leben den ersten Platz, damit du brauchbar bist für ihn. Ich habe ja mit 28 Bibelschule angefangen. Und während der Bibelschulzeit musste ich mal ein Praktikum machen. Und dieses Praktikum bestand daraus, dass ich zu dem Einsatzort gefahren bin. Das war eine Zeltevangelisation. Und dann musste ich abends vor der Veranstaltung Sitzpolster auf die Sitze legen. Und während die Veranstaltung war, musste ich draußen auf der Hüpfburg bei den Kindern sein und aufpassen. Und wenn die Veranstaltung vorbei ist, musste ich in den Saal rein, in das Zelt und musste die Sitzpolster wieder zurückpacken. Und dann war mein Praktikum irgendwann mal zu Ende. Ich hatte frei, ich bin zu meinen Eltern gefahren. Und dann fuhr ich an eine Tankstelle und gegenüber von der Tankstelle sah ich einen guten Freund, den kannte ich noch von früher. Ich habe mit ihm viel erlebt, wir waren in der Klasse zusammen, wir sind mit ihm in Diskotheken gefahren. Und dort stand er dann mit seinem Audi R8 mit 580 PS im Wert von 200.000 Euro. Und ich hatte meinen kleinen Polo, den hatte ich schon 10 Jahre. Ich war schon 30. Und dann schaute ich so auf seinen dicken Wagen im Wert von 200.000 Euro. Ich schaute auf meinen kleinen Polo, hatte vielleicht einen Wert von 4.000. Und dann habe ich so ein bisschen über mein Leben nachgedacht. Und dann kam mir der Gedanke, Christian, weißt du, was machst du eigentlich so mit deinem Leben? Du bist 30 Jahre alt, du fährst seit über 10 Jahren den Polo,
du machst ein theologisches Studium, wo keiner weiß, was das eigentlich ist, du musst es noch selber bezahlen, du wohnst in einem kleinen Praktikantenzimmer, du kommst gerade von einer Hüpfburg, was fängst du eigentlich mit deinem Leben an? Und das war ein komischer Gedanke. Und dann habe ich weiter drüber nachgedacht und dann habe ich mir den Gedanken gestellt, mal angenommen, dieser eine Freund, den ich von früher kannte, mit seinem großen Auto, macht einen tödlichen Unfall. Der fährt mit 300, der kommt aus der Kurve, er knallt gegen einen Baum und der ist tot. Und dann kommt er in die Ewigkeit. Meinst du wirklich, ein Mensch, der in der Ewigkeit ankommt, egal was er im Leben erreicht hat, ob er reich war, ob er große Autos gefahren hat, ob er viele Frauen hatte, ob er viel Alkohol getrunken hat, meinst du wirklich, ein Mensch, der dort unten ankommt, wird einmal sagen, naja, diese 40 Jahre meines Lebens, die habe ich gut gelebt, jetzt bin ich zwar auf ewig verloren, aber diese 40 Jahre haben sich gelohnt. Jeder Mensch, der in der ewigen Verlorenheit ankommt, wird eine Sache wissen. Welch ein Dummkopf bin ich gewesen. Jeder Mensch, der dort unten ankommt, wird über sein Leben sagen müssen, was er zu Erdenzeiten gelebt hat, ich bin gescheitert. Jeder Mensch, der in der ewigen Verlorenheit ankommt, weiß zu 100%, ich bin an einer wichtigen Kreuzung falsch abgebogen und ich trage jetzt ewige Konsequenzen. Die meisten Leute, die hier sitzen, ich bin zu 100% überzeugt, die hören das nicht zum ersten Mal, was ich gesagt habe. Die waren in der Kinderstunde, die waren in der Jugendstunde, die sitzen jeden Sonntag im Gottesdienst. Das bringt dir alles nichts, wenn du nicht bewusst selber eine Entscheidung für Jesus Christus triffst. Gott möchte in deinem Leben den ersten Platz haben. Und ich möchte mal den letzten Punkt anschauen. Gott in deinem Leben den ersten Platz, weil Jesus es uns selber vorgemacht hat. Und dieser Jesus sagt, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wie sah der Wille dessen aus, der ihn gesandt hat? Der Wille vom Vater war das Kreuz. Das wusste Jesus Christus. Der Wille des Vaters, der Wille dessen, der Jesus gesandt hat, war, dass Christus an einem Tag an das Kreuz geht. Und das hat Jesus sein ganzes Leben gewusst. Irgendwo, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er vielleicht irgendeine Person gesehen, hat ihn angeschaut und dann hat er vielleicht zu seinen Jüngern gesagt, wisst ihr was? Dieser Mann da vorne besitzt eine Zimmerei und in 2 Jahren fertigt er ein Kreuz an und ich werde dort an diesem Kreuz hängen. Vielleicht hat er irgendwo eine andere Person gesehen und hat gesagt, schaut euch diesen Mann an, in 6 Monaten hänge ich für ihn am Kreuz und er wird vor dem Kreuz stehen und mich verspotten. Das war das Leben von Jesus Christus. Er hatte immer das Kreuz vor Augen. Er hat ganz bewusst seinen Willen unter den Willen des Vaters gestellt. Und das war nicht leicht, oder? Ich glaube nicht, dass es eine leichte Entscheidung für Jesus war. Aber er wusste ganz genau, wenn die Menschen gerettet werden müssen, dann werde ich diesen bitteren Kelch trinken. Gott in deinem Leben den ersten Platz, weil er dich erkauft hat, weil er der gute Hirte ist, damit du brauchbar bist für ihn und weil Jesus es uns selber vorgemacht hat. Diese Veranstaltungen dienen ja dazu, dass Menschen gerettet werden oder dass Menschen bewusst einen Neuanfang machen. Und das ist das, was Christus dir vielleicht heute schenken möchte. Ich erlebe es immer wieder bei Veranstaltungen dieser Art. Da kommen Leute in den Seelsorgeraum, die sitzen jahrelang in der Gemeinde. Das kann man machen. Aber es kann sein, dass du ganz weit weg bist von Jesus. Und dann gibt es Menschen, die kommen zu so einer Veranstaltung dieser Art zum ersten Mal. Und die verstehen das, dass Gott etwas Wunderbares mit ihnen vorhat. Und sie treffen ganz bewusst eine Entscheidung für Jesus Christus. Und das ist das, was du heute auch tun kannst. Und ich wünsche mir ganz, ganz doll, ich wünsche es mir vom ganzen Herzen, dass junge Leute heute ganz bewusst eine Entscheidung für Jesus treffen. Dass junge Leute ganz bewusst sagen, ich weiß genau, in meinem Leben ist nichts Gutes. Ich weiß genau, wenn ich mein Leben selber in die Hand nehme, werde ich viele Fehler machen. Aber eines weiß ich. Wenn dieser Jesus für mich den Himmel verlassen hat, dem alle Macht gegeben ist, der mich mit einer Liebe liebt, die ewig ist, dann hat er den besten Plan für mein Leben. Und die beste Entscheidung, die man treffen kann, sich ganz bewusst diesem guten Hirten, diesem Jesus Christus auszuliefern. Das ist etwas, was du heute tun kannst. Du kannst heute deine Beziehung zu Jesus neu ordnen. Du kannst dir die Frage stellen, hat Gott in meinem Leben noch den ersten Platz? Oder sind es schon längst andere Dinge? Lebe ich noch in einer lebendigen Beziehung mit Jesus oder ist es nur noch eine tote Religion? Und ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen und nach dem Gebet werden wir ein gemeinsames Lied hören oder ein Gruppenlied, ich weiß jetzt nicht genau.
Und während das Lied spielt, kannst du eine Entscheidung treffen. Du darfst aus deiner Reihe raus und du darfst die Treppe runter dort in einen Raum. Und es geht nicht um mich, dass ich da bin. Es geht um die bewusste Entscheidung, die du triffst. Und ich sage dir noch eine Sache. Ich sage das jedes Mal bei solchen Veranstaltungen. Hier in diesem Saal gibt es nur zwei wichtige Personen. Nicht drei, nur zwei. Das bist du und das ist Jesus und sonst niemanden. Und keinen anderen hat es zu interessieren, wenn du aus deiner Reihe rauskommst. Es geht einzig allein um dich und Jesus. Und es kann sein, dass ihr heute etwas ganz, ganz Wichtiges klären müsst. Und so bitte ich dich, dass du heute diesen Schritt wagst, ganz neu mit Christus anzufangen. Vielleicht sogar zum allerersten Mal. Das ist eine Entscheidung, die du dein Leben nicht bereuen wirst. Und das ist ein Angebot, was Christus dir heute macht. Finde das Leben oder leb so weiter wie bisher.